Der Internationale Währungsfonds lobt die deutsche Krisenpolitik, sieht aber wirtschaftliche Risiken durch die zweite Lockdown-Welle auf Deutschland zukommen. Angst wegen Staatsschulden müsse man sich aber nicht machen. Bei mir ist jetzt der Portfolio-Manager André Stagge. Schön, dass du da bist. André, siehst du auch steigende wirtschaftliche Risiken? Ja, wir haben einiges an Risiken im Markt. Wir haben einen Präsidenten, der bald auf Eigenbedarf im Weißen Haus klagen wird. Wir haben das Thema Corona, den Brexit und das größte Risiko, was die Börse momentan noch gar nicht einpreist, was definitiv aber bald ein Thema sein wird, das ist Inflation und darüber sprechen wir ja noch. Darüber sprechen wir auch. Außerdem sprechen wir über Smart und Dumb Money. Was das ist, erklärt uns André auch gleich. Und wir haben zwei Top-Empfehlungen, Bitcoin und Gold, das alles heute bei Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch, herzlich willkommen hier von der Frankfurter Börse. Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie. Ja, Impfstoffhoffnungen haben in den letzten Wochen die Märkte ordentlich mit nach oben getrieben. André, können wir jetzt neue Rekorde bald erwarten? Ja, es ist ja nicht mehr weit, bis ein neues All-Time-High erreicht ist. Wir hatten es ja letzten Montag auch schon, du hast es gesagt. Die Hoffnung finde ich allerdings etwas überzogen, denn man weiß nicht genau, wie weit dieser Impfstoff runtergekühlt werden muss und vor allen Dingen, wie schnell er distribuiert werden kann, also wie schnell er verteilt werden kann. Und was mich besonders umtreibt, ist, wenn man die Fondsmanager befragt, dann merkt man, dass sie mittlerweile mit einem Impfstoff schon im Januar 2021 rechnen. Falls es dann noch Probleme gibt, dann sollte sich der Markt hier auf jeden Fall auch wieder nach unten bewegen. Du schaust ja gerne auf den Smart Money Flow Index. Was ist das genau und wann kommt da cleveres Geld in den Markt? Ja, ich bin ein großer Freund von Sentiment-Analysen. Da gibt es ja ganz viele AAIIs zum Beispiel gerade sehr positiv. Oder auch diese Fundmanager-Survey deutet darauf hin, dass schon sehr viel Geld im Markt ist. Und dieser Smart Money Flow Index ist eine ganz andere Art und Weise, Sentiment am Markt zu messen. Man schaut sich hier die erste halbe Stunde im Handel in New York an, also nach unserer Zeit von 15.30 Uhr bis 16 Uhr und sieht das als Kontraindikator. Wenn es da nach oben geht, geht dieser Index also nach unten und man schaut sich die letzte Handelsstunde an. Wenn es da nach oben geht, ist es eher positiv, also ein Indikator aus der technischen Analyse von Don Hayes. Und das Spannende ist, dieser Index ist momentan deutlich am Fallen. Er hat also die letzten zwei Wochen, die positiv waren, an der Börse nicht mitgenommen und er deutet eben historisch darauf hin, dass wir auch bald vielleicht die Höchststände sehen, aber danach nach unten handeln. Und wo es sehr gut funktioniert hat, war zum Beispiel im Jahr 99/2000, wo dieser Smart Money Index sehr gut das Hoch an den Aktienmärkten auch getroffen hat. Wir sprechen gleich weiter, aber zuerst schauen wir auf den Veranstaltungshinweis. Webinare statt Seminare ist das Motto. Wenn ihr euer Tradingwissen verbessern wollt, dann könnt ihr an den kostenlosen Webinaren der Trading House Börsenakademie teilnehmen. Die nächsten Termine am 1. und am 16. Dezember. Und André Stagge wird nämlich diese Webinare leiten. André, was erwartet denn die Zuschauer, die Teilnehmer? Ja, wir haben zwei Themen dabei. Am 1. Dezember wird es um automatische Handelssysteme gehen, also darum, wie Expert Advisors dein Geld ohne Zeitaufwand vermehren, was die Risiken, aber auch was die Chancen sind. Und am 16. Dezember geht es um den Marktausblick und natürlich dann auch schon mit Blick auf das Jahr 2021, wo Chancen und Risiken an der Börse sind. Für wen ist das denn was? Für Profis oder auch was für Anfänger? Dadurch, dass man immer Fragen stellen kann, sind Profis, aber auch Anfänger herzlich eingeladen und jeder soll was für sich mitnehmen. Es heißt ja, es ist kostenlos. Ist es wirklich kostenlos? Es kostet kein Geld, aber natürlich Zeit. Und ich möchte nur Leute dabei haben, die sich auch diese Stunde Zeit nehmen und dann vor allen Dingen nicht nur das Wissen aufnehmen, sondern vor allen Dingen anwenden, weil nur so kann man an der Börse besser werden. Wunderbar. Danke dir, André. Meldet euch am besten gleich an. 1. und 16. Dezember unter trading-haus.de findet ihr alle Infos. Und wir wollen jetzt über Anleihen sprechen. André, was siehst du da für eine Trendwende? Ja, Anleihen, das ist ja einer der größten Märkte dieser Welt, viel größer als die Aktienmärkte und wir haben da historische Tiefstände. Seit 40 Jahren sind die Renditen am Fallen. Wir haben also einen massiven Abverkauf gehabt, aber es könnte irgendwann zu Ende gehen und momentan sieht es eben so aus. Rein klassisch in der Saisonalität ist es so nach einer US-Wahl, dass die Renditen eher ansteigen sollten und auch das Thema Inflation könnte in den Markt wieder reinkommen. Wir haben die größten Anstiege bei den Lohnkosten in den USA in der Geschichte gehabt in den letzten drei Monaten und wir haben natürlich diese globale Geldschwemme, die dazu führen könnte, dass diese 16 Trillionen US-Dollar, die ausstehen, die momentan negativ rentieren, eben etwas abnehmen im Bestand und dadurch dann eben die Anleihenrenditen auch nach oben gehen und die Kurse vice versa fallen. Und das sollte eben auch ein Problem für die restlichen Märkte werden. Das wird spannend, allerdings weniger in den nächsten zwei Monaten, sondern gerade dann im Jahr 2021. Und da würde es mich nicht wundern, wenn wir auch einen Crash an den Anleihenmärkten mal sehen. Und wie könnten Anleger das für sich nutzen?
Da gibt es viele Möglichkeiten, über inflationsgestützte Anleihen oder tatsächlich im Trading auch über Anleihen selber short zu gehen. Da kann man ja wie bei Aktien auch auf steigende und fallende Kurse setzen und vor allen Dingen auch aus der Intermarket-Analyse raus, denn ich glaube, wenn Anleihekurse wirklich fallen, das bedeutet dann auch, dass Inflation im System ist, die Zinsen also auch von den Zentralbanken nicht mehr so schnell gesenkt werden können und dann werden die Aktienkurse wahrscheinlich auch längere Zeit mal wackeln. Was ist für dich interessanter, Bitcoin oder Gold? Interessanter momentan auf jeden Fall Bitcoin, aber auf die nächsten 10 Jahre investiere ich lieber in Gold. André, vielen Dank, dass du heute da warst und wir schauen uns jetzt die Top-Empfehlungen der Trading House Börsenakademie an und da geht es nämlich genau um Bitcoin und Gold. Und wir schauen zuerst auf Bitcoin. Praktisch seit den US-Wahlen gibt es da kein Halten mehr. Übergeordnetes Ziel sind die Hochs aus 2017. Langsam aber sicher sollte Vorsicht an den Tag gelegt werden, zumindest aber eine merkliche Stoppanhebung vollzogen werden, raten die Analysten der Trading House Börsenakademie. Sie sehen aber eine Longchance. Der erste markante Widerstandsbereich verläuft um 17.280 US-Dollar, darüber bei 18.298 Dollar und schlussendlich bei rund 20.000 Dollar. Diese Marken fungieren weiterhin als übergeordnete Ziele, an denen dürften aber vereinzelte Händler Gewinne einstreichen. Das könnte zu einer Konsolidierung beim Bitcoin führen. Und wir schauen weiter auf Gold. Nach einem gescheiterten Ausbruchsversuch vor gut 2 Wochen beim Gold Future über einen mehrmonatigen Abwärtstrend sowie die Höchststände aus 2011 um 1.920 US-Dollar kam es anschließend zu deutlichen Gewinnmitnahmen. Insbesondere die beiden vor kurzem vorgestellten Impfstoffstudien gegen das Coronavirus drückten sichtlich auf die Laune der Goldanleger. Die Analysten sehen hier eine Longchance. Angesichts eines immer schwächer werdenden US-Dollars sollte der Goldpreis eigentlich zulegen. Es könnte wieder an die Rekordstände von 2075 US-Dollar gehen, sollte jedoch die untere Unterstützungsebene um 1850 Dollar aufgegeben werden, würde dies unweigerlich zu Verkaufssignalen führen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben, kommentiert und postet. Und ansonsten sehen wir uns in der kommenden Woche wieder bei Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch. Happy Friday. Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie.